bin Wiebke und wir sind hier in Berne in der Wesermarsch auf dem Betrieb von Gerd und Anke von Eiden-Schulmann und melken hier heute im Melkkarussell. Das Besondere am Karussell ist, dass die Kühe sich halt die ganze Zeit auf der Plattform in der Runde drehen. Am Anfang ist es schon Gewöhnungssache, weil man halt selber steht und alles andere sich bewegt, aber man gewöhnt sich schnell dran. Am Anfang wusste man natürlich überhaupt nicht, ja, wie schnell dreht sich das jetzt überhaupt oder so. Um einfach die Kuh ein bisschen nachzuempfinden, sind wir auch natürlich kurz ein paar Meter einmal mitgefahren am Anfang. Das Gute am Karussell ist eigentlich, dass viele Kühe innerhalb kürzester Zeit alleine gemolken werden können, was halt bei größeren Herden sonst nicht so üblich ist. Aber besser ist es natürlich, zu zweit zu melken, dann ja, ist ein bisschen mehr Ruhe im Karussell. Wenn eine Kuh noch nicht fertig ist, ist es eigentlich meistens so, dass gewartet wird, weil das halt meistens sich nur um, ja, 30 Sekunden bis zu einer Minute handelt. Aber wenn man jetzt sagt, okay, die Kuh möchte ich nochmal genau unter die Lupe nehmen oder nochmal genau beobachten, ob sie wirklich ausgemolken ist, dann kann man auch die Türen umschlagen am Ausgang, sodass die Kuh halt noch eine Runde mitfährt. Also natürlich gleich eigentlich mit einer der wichtigsten Aufgaben ist natürlich, das Melkkarussell sauber zu machen, weil natürlich die Hygiene eine ziemlich große Rolle spielt und man natürlich einen sauberen Arbeitsplatz haben möchte und ja, natürlich die ganze Reinigung anstellen, dass halt alles natürlich für morgen früh wieder sauber ist und genau, so Kleinigkeiten.